Herzlich willkommen zum inzwischen 13. Cooktang von uns Sternefressern. Ich freue mich außerordentlich, dass wir heute hier in der Genussakademie Bayern zu Gast sind. Das Thema vom Cooktank ist wildes Bayern und ich glaube, es wird ganz schön wild heute. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich darf ja quasi den ersten Gang beisteuern. Meine erste Intention war, lass uns also mal eine bayerische Brotzeit interpretieren, aber halt mit Seafood. Lass uns das handwerklich machen, wie man es eigentlich in der Brotzeit macht, aber lass uns das eben mit modernen Mitteln, sage ich mal, aus unseren Flüssen adaptieren. Und die Garnelen, die ich mitgebracht habe heute, die sind 2 Stunden alt. Haben wir uns getraut, eine Suppe mal zu machen in diesem elitären Kreis, wo die Fallhöhe natürlich relativ hoch ist. Da kann man immer so ein bisschen aufzeigen, woran arbeiten wir gerade, was sind so gerade die Themen, die für uns wichtig sind. Und da ist der Cooktank immer eine super Bühne, man gibt da direkt Feedback. Ja. Heute haben wir ein Gericht mit Karpfen gemacht. Karpfen ist natürlich ein urfränkisch typischer Fisch und gerade deshalb für uns interessant. Im Karpfen wird halt immer nachgesagt, er schmeckt ein bisschen muffig, er ist ziemlich fettig und so weiter. Und was ganz interessant ist, bei ein bisschen längeren Reifezeiten, das heißt Reifezeiten ab 5 bis 6 Tage und dann so ungefähr bis 12 Tage passiert unglaublich viel bei der Textur. Das heißt, das Bindegewebe wird einfach abgebaut bei dem Reifeprozess enzymatisch. Der Geschmack wird deutlich runder, Fleisch wird unglaublich cremig, fettig und es verliert auch so ein bisschen diese muffigen Töne, die es manchmal haben kann. Auch, dass sich die Flexibilität der Küche geändert hat. Also wenn ich mir denke, natürlich kriegen wir viel Produkte von Peter und auch von Johannes, aber die entsprechen halt nicht immer der Norm. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Das soll ja auch so sein, das ist auch schön so. Aber es ist auch oft so, dass ich Sachen habe, bringe ich ihn, schau mal her, das habe ich gerade, so schaut's aus. Dann ist immer die zweite Frage, hast du genug? Hast du viel davon? So eine Zeit lang auf die Karte setzen können und so weiter. Also es ist wirklich ein Geben und Nehmen. Ich lerne wahnsinnig viel mit dem Umgang mit den Köchen und die Köche lernen auch ein bisschen was, denke ich mal. Mein Name ist Anton Schmaus, Restaurant Sturstadt in Regensburg. Ich habe eine gewisse Affinität zu Schweden, wie auch der Name des Restaurants zeigt. Darum gibt es halt auch Elch. Mein Produzent ist der Schwiegervater. Also mein Schwiegervater schießt den Elch und schickt ihn mir immer runter. In dem Fall habe ich heute das Filet benutzt. Das Filet ist im Prinzip, um jetzt mal Bezug auf die Nationalmannschaft zu nehmen, wäre eigentlich das optimale Stück Fleisch für die Fußballer. Ich finde es einfach spannend, jeden seinen Stil zu erkennen. Ich glaube, es gibt nie einen intimeren Moment wie da, wo jeder erzählt über sein Haus, über seine Philosophie. Und das finde ich äußerst spannend, dazu zu hören. Könnte ich stundenlang zuhören. Besonders spannend war einfach der Austausch und ich glaube auch für die Chefs war es einfach super, dass sie die Möglichkeit haben, mal Feedback von Kollegen zu bekommen auf Augenhöhe, wo man durchaus auch mal eine kritische Anmerkung mitbekommt, aber man weiß einfach, es ist ein ehrlich authentisches Feedback von Kollegen.